Cyberport präsentiert das Fairphone 4. Durchschnittlich wechseln Nutzer ihr Smartphone alle 2 Jahre. Die Hersteller des Fairphone 4 möchten genau diesem Trend entgegenwirken und Smartphones mit einer längeren Lebensdauer ausstatten sowie Nachhaltigkeit in den Fokus stellen. Wie? Mit einfach austauschbaren Komponenten und Materialien aus fairer Produktion. Wie sich das Fairphone 4 im Alltagstest schlägt, erfahrt ihr jetzt. Zu den technischen Daten. Unser Testgerät ist 16,2 cm hoch, 7,5 cm breit und 10,5 mm tief. Das Gewicht beträgt 225 Gramm. Das Display misst 6,3 Zoll und löst mit 1080x2340 Pixeln auf. Unter dem Gehäuse arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 750G Octa-Core-Prozessor, der mit bis zu 2,2 GHz taktet. Der Arbeitsspeicher ist 8 GB groß. Für Daten und Anwendungen stehen intern 256 GB Speicher zur Verfügung, der mit einer MicroSD-Karte um bis zu 2 TB erweitert werden kann. Starten wir mit dem Design. Vergleichen wir das Fairphone 4 mit dem Vorgängermodell, fällt auf, dass der Hersteller deutlich mehr Wert auf ein schickes und zeitgemäßes Design gelegt hat. Zwar ist es mit einer Tiefe von rund 1 Zentimeter etwas wuchtiger als manch andere Smartphones, der abgerundete Aluminiumrahmen wirkt jedoch sehr edel und die gummierte Rückseite sehr robust. Insgesamt fühlt sich unser Testgerät durch die recycelte Kunststoffrückseite nicht ganz so hochwertig an wie Smartphones aus Glas oder Metall. Dafür sind Fingerabdrücke nicht so schnell sichtbar und es liegt angenehm in der Hand. Die modulare Bauart enthüllt ihren Trumpf auf der Rückseite. Diese lässt sich nämlich komplett öffnen und einzelne Komponenten wie Lautsprecher, Display, Kamera sowie Akku mit ein paar Handgriffen einfach austauschen. Dank der eindeutigen Beschriftung der einzelnen Komponenten findet man sich gut zurecht. Daumen nach oben. Im Vergleich zum Vorgänger hat sich auch beim Display einiges getan. Der Bildschirm des Fairphone 4 misst nun 6,3 Zoll und löst mit 1080x2340 Pixeln in Full HD Plus auf. Damit entsteht eine Pixeldichte von 410 ppi, wodurch Bildschirminhalte schön scharf dargestellt werden. Farb- und Kontrastwerte können jedoch nicht mit der Brillanz von OLED-Panels mithalten. Die maximale Helligkeit überzeugt dafür mit 513 Candela pro Quadratmeter, wodurch ihr das Smartphone auch bequem in hellerer Umgebung nutzen könnt. Gut gemacht! Kommen wir zur Performance. Verbaut ist ein Qualcomm Snapdragon 750G Prozessor, der von 8 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Alltägliche Aufgaben wie Surfen, E-Mails schreiben und Telefonieren sind mit dieser Hardware-Kombination problemlos machbar. Multitasking ist ebenfalls gut möglich und auch fürs gelegentliche Zocken kleinerer Mobile-Games ist das Fairphone 4 geeignet. Jedoch heizt sich das Smartphone unter Volllast ganz schön auf, weswegen auf besonders grafikaufwendige Titel verzichtet werden sollte. Wir vergeben ein Gut. Auf unserem Testgerät ist Android 11 vorinstalliert. Einen Pluspunkt gibt es für die fehlende Bloatware, die das System überfrachten und sich meist negativ auf Akku und Performance eines Smartphones auswirken können. Der Hersteller verspricht bei jedem Kauf bis Ende 2022 zudem Android-Updates für 5 Jahre. Durch die 5G-Technologie ist auch die mobile Internetverbindung zukunftssicher. Wir sind hier absolut überzeugt und vergeben ein sehr gut. Entsperren könnt ihr das Smartphone durch den Fingerabdruckscanner im Power-Button, der zuverlässig reagiert. Für Verbindungen stehen der USB-C 3.1-Port, Bluetooth 5.1, NFC, 5G und WLAN AC zur Verfügung. Über den Nano-SIM-Karten-Slot lässt sich der Speicher des Fairphone 4 um bis zu 2 TB erweitern. Klasse gemacht! Kommen wir zu den Kameras, die wohl wichtigste Neuerung beim Fairphone 4 im Vergleich zum Vorgänger. Auf der Rückseite wurde ein Dual-Kamerasystem verbaut. Die Hauptkamera bietet eine Auflösung von 48 Megapixeln. Hinzu kommt eine Blende von f1.6. Die geschossenen Fotos sind bei Tageslicht schön scharf und detailreich. Auch das Weitwinkelobjektiv macht mit seinen 48 Megapixeln und einer Blende von f2.2 scharfe und detailreiche Bilder, jedoch leider keine Videos. Bei schwachem Licht oder bei Nacht fällt die Bildqualität leider etwas ab. Dennoch sind die Kameras für den Alltag gut geeignet. Videos können in 4K mit 60 FPS oder in Full HD aufgezeichnet werden.
Auch die Selfies der 25-Megapixel-Frontkamera können sich sehen lassen. Zusammengefasst stellt die Kamera des Fairphone 4 eine gute Verbesserung zum Vorgänger dar. Wir vergeben ein Gut. Der austauschbare 3905 mAh Akku bietet uns eine Laufzeit von etwa 13 Stunden bei alltäglicher Nutzung. Dieser sehr gute Wert wird durch die Software und den stromsparenden Prozessor erreicht. Auf ein Netzteil mit Kabel, das die meisten sowieso schon zu Hause haben, wurde zugunsten der Nachhaltigkeit verzichtet. Mit einem 20-Watt Ladegerät ladet ihr den Akku innerhalb von 30 Minuten um 50% wieder auf. Insgesamt ein sehr gutes Ergebnis. Unser Fazit: Das Fairphone 4 überzeugt in puncto Nachhaltigkeit auf ganzer Linie. Im Schadensfall lässt es sich leicht reparieren und auch in der Produktion wurde auf fairen Handel geachtet. Wer das etwas wuchtige Gehäuse verkraften und auf ein OLED-Display verzichten kann, bekommt in Kombination mit der 5G-Fähigkeit, guten Kameras, zeitgemäßer Software und einem starken austauschbaren Akku ein zukunftssicheres Smartphone. Deshalb vergeben wir insgesamt 4 von 5 Cyberstars.